Nur damit halt Gemecker aufhört und nicht noch irgendeiner auf die Idee kommt, sich hier mit Kacke einschmieren zu müssen, weil die ganze Kacke nicht abläuft. Baue ich jetzt mal noch eben eins. Das ist aber jetzt auch schon verstopft, oder was? Gesamte Bodenverschmutzung hoch, hoch, hoch. Ja, das kommt ja gleich weg. Noch 15.000, da können wir uns die Kläranlage leisten. Ja, noch 14.000. Boah, es ist aber auch viel zu klären. Guckt euch das mal an, die sind alle voll. Proppevoll. Ist das eklig. So, und jetzt gib mir das Geld, bitte. Los, 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 verkaufe noch einmal Öl. Jetzt, bitte schnell. Los, 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 los. Ah. Ah, kein Ölverkauf. Komm, scheiß drauf. Ich nehme jetzt eben den Kredit auf, damit das jetzt einfach schnell geht. Ich möchte die ganze Kacke hier nicht bei mir rumfliegen haben. Und deswegen machen wir das mal schön so. Und dann ist doch erstmal gut. Da kommst du weg. Da kommst du weg. Und dann kommst du weg. Und dann sind wir bei immer noch positiven 50. Ja, okay, 15,4. Finde ich aber noch gut, weil wir können ja einfach ein zweites Becken dran klatschen. Wenn wir denn Simoleons hätten. Was kostet denn so ein Becken, Alter? Wir haben 34.000. 40.000 für ein Becken. Meine Fresse. So, und jetzt haben wir hier dafür schön gesorgt, dass der Boden verschmutzt ist. Scheiße. Ich glaube, ich hätte die erst abreißen sollen, wenn die Kläranlage ein bisschen läuft, ne? Und dann können die leer gepumpt werden quasi und dann können wir ohne Bodenverschmutzung die Dinger abreißen. Hm. Eben die Zeit rein. Das scheint ja immer noch zu meckern hier. Verstopfte Rohre. Abwassertanks maximal ausgelastet. Da muss also echt noch eins hin. Sonst kommen wir da nicht über die Runden. Ja, und jetzt mach doch mal. Verkauf doch mal Öl. Wo ist denn das Problem? Hm. Da gibt's aber wieder Geld. Und jetzt können wir das zweite Becken kaufen. So, dann hätten wir das doch, oder? Verstopfte Rohre. Du kannst doch jetzt eigentlich mal die Klappe halten. Na bitte, ruhig gestellt. So sieht's nämlich aus. Also, jetzt haben wir das erste dreckige Gebiet hier in der Stadt. Das ist richtig kacke eigentlich, weil da können wir schon mal kein Wasser mehr fördern, es sei denn, wir nehmen diese speziellen Filterpumpen. Ja, wir feiern erstmal das Upgrade, damit die Leute glücklich sind. Ey, yay! Grinsewelle, breite dich aus! Dann gucken wir auch mal, was wir lange nicht mehr gemacht haben hier, nach verlassenen Gebäuden. Weil da siedeln sich nämlich schon die Obdachlosen an. Die Penners. Das wäre echt schön, wenn man da eine Lösung für hätte, hier wie so ein Obdachlosenheim zu basteln oder so, ne? Strom. Strom, Strom. Strom. 12,5. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, das reicht doch nicht. Hier passt sowieso gar keins mehr hin. Jetzt einfach hier nochmal Straße ziehen, so und so und dann mit etwas Glück, jawohl, passt hier noch was hin. Jetzt brauchen wir nochmal 20.000 und dann gibt's nächste Dinge. Strom, Strom, Strom und dann Wasser, Wasser, Wasser. Abwasser dürfte jetzt immer noch klar sein. 106.000, na bitte. Es pumpt und läuft und pumpt und läuft. So, und unsere Gewinnstatistik sieht eigentlich auch noch recht gut aus. Wir können mal die Kredite abbezahlen. Ja, okay, den einen, der kommt mal weg. Und irgendwie verkaufen wir aber kaum Öl, habe ich das Gefühl. Ja, okay, da waren zwei Verkäufe. Jetzt haben wir wieder was verkauft. Alles klar, es geht also doch. Können wir den zweiten Kredit schon abbezahlen? Nee. Kostet 44.000. Eine Pumpstation. Wir haben zwei Wassertürme. Das reicht bald auch schon nicht mehr. Also so oder so. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Bauen wir hier vielleicht die Straße einfach weiter, ne? So, und dann kommt hier die Pumpstation hin, die hoffentlich auch passt. Yay! Das gibt's ja gar nicht, da haben wir ja echt mal was gebaut, was passt. Sehr schön. So.
Manchmal müssen Sachen einfach sein. So, und dann gibt's hier direkt ein Filterbecken dazu, wo die sind auch arschteuer. 60.000 können wir uns nicht mal leisten. Wir können uns nur noch so ein Becken leisten. Was förderst du denn so? Du bist noch geschlossen. Okay, dann lassen wir dich erst nochmal aufmachen. Jetzt haben wir's und dann kommen die beiden dicht. So, hätten wir das auch erledigt. Und ein Wasserüberschuss, der sich sehen lassen kann. Sonst noch irgendwo Wassertürme? Ne, gut. So, dann haben wir Wasser, wir haben Abwasser und wir haben Strom. Ich unterstelle jetzt einfach mal, wir können dich wieder anschalten, oder? Na? Strom, mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Nein, können wir nicht. Alles klar. Minus 42. Alter Schwede, dann brauchen wir noch zwei von den Geräten, die wir zufällig gerade bauen können. Sehr schön. So, und am liebsten hätte ich jetzt noch einen dritten. Weil, das sonst nicht ausreicht. Ist das eine Scheiße, ey. Ja, und dann ist eine Ölraffinerie schon mal gar nicht so ertragreich, ja? Also die macht vielleicht von den stündlichen Kosten nicht so viel Aufwand betreiben. Dafür denkt man, man macht viel Kohle, weil man hat ganze Plastik und den Treibstoff verkaufen kann. Aber in Wahrheit muss man sich erstmal seine Stadt hochzüchten, um das Ding überhaupt versorgen zu können. Und da stecken die wahren Kosten der Spezialisierung. Kannst nichts gegen machen. Was ist mit der Feuerwehr? Langsame Feuerwehr, okay. Die hat auch noch keine Glocke, glaube ich, ne? Doch, hat sie schon, genau. Jaywa. Dann würde ich sagen, kriegt sie noch einen Löschzug hier. Der passt zum Glück direkt neben's Häusle. So, wo brennt's denn? Da hinten brennt's, alles klar. Und jetzt auch nicht mehr. Da ist es schon abgefackelt, die Industrie. Oh, und was, wieso staut sich das denn hier alles so? Guck mal, da ist hier schon mal eine ganze Straße ohne Kreuzung. Das staut sich trotzdem. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt möchte ich doch mal wissen, worauf die warten. Okay, die haben natürlich auch rot wegen dieser Kreuzung. Okay. Sonst keine Verkehrsprobleme, sieht alles noch taco aus. Und ich denke, das ist ja auch kein wirkliches Problem. Das ist einfach nur eine Stoßzeit, die wir gerade mitgekriegt haben. So, eine Turbine kriegen wir noch. Passt aber hier nicht hin. Das heißt, wir ziehen den Weg und machen das so. Dann sind wir bei... Na? Turbinchen, dreh dich. Immer noch 34,5. Das war doch gerade mehr, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Wie süß ist das denn? Achso, ich dachte, das wäre so ein Golfcaddy oder so. Das ist ein ganz normaler Pickup. Und zwar ist es, er ist so schnell, ein verdammt schneller Pickup. Service-LKW kehrt zum Windkraftwerk zurück, Herkunft, vertikale Windturbine, er macht also, sorgt dafür, dass wir hier alles taco und schüssig haben. So, und jetzt nochmal, der neue Versuch. Trommelwirbel. Minus 10,8, das gibt's nicht. Minus 10,5 sogar nur, aber es gibt es einfach nicht. Wir brauchen noch eine scheiß vertikale Windturbine. Meine Fresse, was kosten die denn überhaupt so stündlich? 170. 170! Guck mal, was wir hier schon für Strom ausgeben. Strom, Bildung, okay, Abwasser, Wassermüllentsorgung. Geht alles noch, aber Strom ist echt horrende teuer. So, Bildungsprobleme gibt es auch schon wieder. Die Klassenzimmer sind wahrscheinlich voll, ne? Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal 950 Sims in den Unterricht geschickt, das ist super. Oh, aber wir haben auch 1112 Schülermünder zu versorgen. Erstmal kommt die nächste Turbine hier. So, und jetzt müsste es aber auch reichen. Jetzt schalte ich dich einfach an und dann ist gut. Und dann bauen wir noch eine, dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Aber jetzt können wir dich auf jeden Fall schon mal versorgen hier. So. Und dann kannst du auch bitte verkaufen. Das dürfte ja alles noch okay sein. Jawohl, dann machen wir... das Öllager wieder dicht erstmal. Ach, das kann ich sogar nicht schließen. Ja, dann reiße ich dich ab. Ist mir doch egal. So, und dann kommt das ganze Öl nämlich hier hin. Wenn denn Leute eingestellt sind, können wir da verarbeiten und so weiter und so fort und so bla und so hier und so da.
Forschung zum thermischen Reaktor der zweiten Generation abgeschlossen. Ja, wir könnten natürlich auch direkt hingehen und ein Atomkraftwerk bauen, aber... Bauen wir jetzt direkt schon in der ersten Stadt ein Atomkraftwerk? Also später, wenn wir wirklich Kohle haben, damit wir uns bei den anderen Städten um Strom keine Gedanken machen zu müssen, machen brauchen. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Jetzt will ich aber doch mal hoffen, dass wir keine Arbeitslosen hier in der Stadt haben. Verfügbare Jobs 1006, Arbeitslose 230. Ab, schwingt euren Hintern in die Ölraffinerie und dann geht's ans Malochen. Stadt braucht mehr Strom, nein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Windturbine. Ist gerade mal eine angehalten und schon stehen wir da irgendwie im Minus. Lalala. Und genau die Ölquelle hat natürlich keinen Strom. Das ist natürlich wunderbar und so muss es sein. Nicht. So, mach mal hinne hier. 20.000 für die nächste Anlage. Müsste doch wohl drin sein. Jetzt schnellstmöglich. Kann die nämlich schön hier hin. Und dann ist doch endlich mal gut. Ich meine, wir könnten noch 10 gebrauchen und das wäre dann natürlich immer noch nicht gut. Das kennen wir aus den anderen Städten, dass irgendwann das Limit halt einfach erreicht ist. Aber jetzt ist doch auch mal gut. Obwohl, was sehen wir denn in meine Augen da gerade? Habt ihr das gesehen? Die sind gar nicht so effektiv, ne? Aktuelle Windgeschwindigkeit 7 km/h. Hier ist nicht sehr viel Wind. Deswegen laufen die gar nicht auf maximaler Kapazität. Muss ich eine Uni bauen und den Riesenventilator entwickeln? Aber ihr seht's, ne? Immer noch. 5,4, also im gelben Bereich. Die laufen echt nicht auf voller Kapazität. Das ist scheiße. Das ist doch scheiße. So, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Na, ein Ölkraftwerk, natürlich. 150 Megawatt. 27.000. Wie groß bist du denn so? Das können wir eigentlich mal ausprobieren und das einfach mal hier hinsetzen. Wo die Verschmutzung des Bodens eh schon vorhanden ist. Vielleicht... Ja, okay. Ne, doch hier dran, obwohl... Können wir Becken der Kläranlage auf die andere Straßenseite bauen? Nein, können wir nicht. Wir können nur noch hier erweitern. Dann sollten wir uns da auf jeden Fall Platz lassen. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die wir noch nicht gesehen haben, deswegen würde ich das ganz gerne mal machen. Hier einfach mal Ölkraftwerk hinsetzen. Da können wir dich auch stilllegen wahrscheinlich, weil 150 Megawatt brauchen wir noch gar nicht, oder? Nee, 80, sehr gut. Ja, und dann macht es natürlich auch Sinn, die Ölförderung nochmal auszuweiten. Und auch eventuell hier nur bei einer Plastikherstellung zu bleiben, damit auch ein bisschen Öl halt ans Kraftwerk gehen kann. Und dann macht es ebenfalls Sinn, die Straße zu ziehen hier. Labalabala. Und dann hier eine Verbindung oder sowas. So. Wir verkaufen nach wie vor. Beziehungsweise noch nichts. Haben wir denn schon was im Lager? Tatsächlich. 1000 Tonnen Plastik sind im Lager. Und die bringen 28.000, wenn die denn mal jemand wegbringt. Jawohl, da sind sie raus. Gleich gibt es Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Sonnenwärmekraftwerk gibt es ja auch. Haben wir auch schon erforscht. Oh, und hier sind wieder die Straßen dicht. Was ist denn hier los, ey? Ja, hier ist grün und trotzdem fährt hier keine Sau. Weil zwei Leute oder drei von dieser Firma hier rüber wollen. Auf die linke Spur. Die fahren alle nur auf der linken Spur, so wie es aussieht. Wenn die schnell voran wollen, fahren die auf der linken Spur. Auf der mittleren Spur ist für Busse oder so. Ich habe keine Ahnung. Die rechte Spur ist dann für Leute, die rechts abbiegen wollen. Ich verstehe es nicht. Hier sind drei Spuren und keine Sau fährt hier auf den anderen Spuren. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn, wenn ich dich jetzt zumachen würde? Kann ich gar nicht. Kann ich nur abreisen. Oh, ey. Leute, 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 Leute. So, ausprobieren. Weiter geht's. Strom natürlich hier. Und dann Ölkraftwerk. Du seiest gebaut. Zack. Ausreichend Strom. Und dann kann das doch zu. Kann das vielleicht nochmal eben auf, bis wir
Leute eingestellt haben. Okay, jetzt haben wir sie eingestellt und dann kann das doch zu. Mal gucken, wie viel wir hier so verbrauchen. Also, aktuell erzeugt 150 Megawatt, hohe Brandrate, 7 Barrel pro Tag. Das ist ja nichts. Lokale Rohöllieferung, okay, das ist gut. Lager sind noch voll, die waren standardmäßig mit 2000 gefüllt. Da muss ja also ab und zu mal ein Öltransporter vorbeischauen. Wie läuft das denn? Wie zuverlässig schauen die denn hier vorbei? Nicht, dass auf einmal das Öl alle ist, ja, und dann stehen wir da. Damit die das Dinge finden, gibt es erstmal das Schild natürlich. Herkömmlicher Ölgenerator oder Turbinengenerator mit Verbrennmotor. Das Rohöl wird verwendet, um Wasser in Dampf zu verwandeln und so Energie herzustellen. Machen wir so jetzt, ne? Das Rohöl wird unter Druck verbrannt, um Energie herzustellen. Macht die gleiche Menge an Strom, verbraucht aber weniger Öl. Ja, ein Drittel sogar nur. Und die Luftverschmutzung ist auch nicht so hoch. Das heißt, wir werden direkt hingehen, den basteln und den abreißen. Nur Vorteile.